Recht herzlich willkommen zur 20. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, wir sind hier auf dem Weg und hoffen, dass die da unten bleiben und wir hier oben bleiben. Und wir müssen gucken, dass wir die Länder wieder befreien, ohne dass die Oberhand nehmen. Wäre schön, wenn wir jetzt mal ein paar Leute mehr kriegen würden an Soldaten. Weil die mit ihren 4... Okay, wir haben das schon mal geschafft. Das ist cool. Dann gehen wir wieder da rein. Weil wir haben jetzt 3. Ich glaube, mit 3 können wir die auch befreien, ne? Ja, die laufen dahin. Dann laufen wir aber dahin. Weil das geht schneller, glaube ich. Und das müssen wir auch machen. Weil anders haben wir gar keine Chance. Und wir müssen zusehen, dass wir mehr Leute kriegen. So, das haben wir geschafft. Ne, dann gehen wir da hin. Wir müssen unbedingt unser Land wieder befreien. Und besser wäre es, wenn wir hier 4, wenigstens 5 hätten, aber ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. 3500, okay. Jetzt laufen die da unten wieder hin. Mauern durchbrochen, das ist schon mal was. Ja, die sind da drauf. Ist die Frage, ne? Wasserknappheit, ob wir das hier so schaffen, so schnell. Ja, wir müssen das ignorieren, weil wir wollen einfach verwestlichen. Na super, die haben sie gekriegt. Wir müssen nur fix genug sein. Dass wir da wegkommen, falls die hier reinkommen. Aber eigentlich kommen die ja nicht rein. Die wollen nur neue Länder erobern. Unser Land kollabiert. Super, das hat jetzt nichts gebracht. Verwestlichung war es dann wieder. Es ist zu schwer, ne? So, gucken wir mal durch, was wir hier machen können. Prestige haben wir wieder verloren. Da oben sind die Huronen, die da kämpfen, glaube ich, ne? Darlehen haben wir auch noch. Können wir tilgen, und zwar gleich, wenn der nächste Monat kommt, 26 haben wir. Das mit der Verwestlichung, das wird wohl nichts, wa? Oh, 7 Darlehen sind das sogar, wow. Okay. $27. Unser einer hat einen Verlust erlitten, das wissen wir. Ich würde gerne den Kredit noch abbezahlen, aber das dauert wohl noch ein bisschen. Können wir gleich nochmal reingucken. Das geht auch gerade nicht, weil irgendwas nicht passt. Ich glaube, wir müssen Prestige 0, Stabilität 0 haben. Genau so ist es. Dann würde das gehen. Und... Das geht doch noch nicht, ne? Oder? Ne. Ja, wir brauchen hier was. Ich glaube, das machen wir gleich. Mal die negative der Stabilität zurückgewinnen. 82 brauchen wir. Na, 65, okay, das kommt gleich auch noch. Bauernzorn. Tja, müssen wir das machen. Warten wir noch wieder auf 52 Punkte, bis das da gestiegen ist, damit wir steigern können hier.
Ja, wir sind komplett katholisch, das ist doch schon mal schön. Und wie viele Soldaten? 5 von 8. Vielleicht sollten wir mal eine Einheit mehr machen noch. Und zwar... Wir müssen nur gerade mal gucken, was wir haben, ne? Dann müssen wir den erst zumachen, damit wir das sehen können. Und, ah ne, wir haben 5. Okay. Staatsehe akzeptieren wir mal. Die Huronen kommen gerade ganz schön weit voran. Das sieht nicht gut aus. Okay. Umkämpfte Nachfolge. Ja, das ist alles ganz bekannt. Ja, noch eine Einheit mehr machen. 6. Gut, das lassen wir alles so. Stabilität steigern wir bei 82, geht das erst. Das haben wir dann schon erledigt. Was ist das? Das akzeptieren wir auch. Die Huronen haben ja gleich die Floride komplett eingenommen, ne? Aber da waren gerade 11 Truppen von denen, ne? Muss man dann mal gucken, was daraus wird. Vielleicht unterliegen die Huronen nachher auch. Das passt soweit. Hier ist es 0,42. Inflation brauchen wir nicht senken. Können aber auf definitiven Darlehen zurückzahlen. Oder nicht? Doch. Okay. Uns kann kein bedeutender Mann gestorben sein, weil wir gar keinen haben. Die akzeptieren wir auch. Und 80 haben wir. Die nächste Runde muss es klappen. Wo war denn das jetzt? Hier. Jetzt können wir hier steigern. Automatisch speichern gerade im Weg. Gut. 5 Prestige haben wir dafür gekriegt. Ist ja auch nicht gerade viel. Und dann können wir eine neue Aufgabe annehmen. Die Reserven müssen wir hier holen. Ja, das machen wir dann mal, ne? So. Wie viel haben wir Reserve überhaupt? 14.000 Mann, wir haben 1.000. Gut. Die Huronen sind hier unten am Kämpfen. Haben wir da eigentlich? Ja, haben wir einen Anführer. So. Ja, wir können verwestlichen, ist klar. Dafür müssten wir aber weiter... Sag schon, Stabilität steigern, denke ich mal. Mit 0 brauchen wir da nicht anfangen. Da müssen wir die Stabilität auf 3 haben. Und da können wir gerade nachgucken, was uns das kostet. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Hier war es. 82 bleibt's, okay. Wir haben das tatsächlich bis dahin hin schon. Ist das Französisch-Kanada und das auch. Und da ist Frankreich, okay. 13 Kolonien, hier haben wir Florida. Das war Französisch-Kanada. Haben sie nicht angegriffen, sondern Florida greifen die an, die Huronen. Die sind dann verdammt groß, ne? Vielleicht sollten wir da mal einen Kollegen hintun, ne? Vielleicht Beziehungsaktionen verbessern. Sieht gerade nicht so gut aus. Die ziehen ja mit ihren 20 Einheiten durch.
Das ist Frankreich, ne? Die Franzosen verlieren gerade irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, was machen wir nur? Das ist die Frage. Ein Land lassen die die Huronen über und gehen lieber da oben hin. Auch interessant, oder? Ja, da oben wird gekämpft. Der kann nicht bei uns gestorben sein. Wir haben keine bedeutenden Männer. Gut. Oh, da unten ist Kampf angesagt. Sollten wir da mal hingehen und gucken, ob wir die da unterstützen können. Aber das ist pequotisch. Haben wir mit den Pequoten denn nichts? Ah, dann müssen wir jetzt da besser gucken. Okay, was haben wir denn alles hier so? Oh, unsere Vorfahren beobachten uns. Ja. Geld verlieren wir am besten. 20 Prestige, 20 Legitimität. Und das würde ich dann da definitiv so machen. Die paar Kröten sind dann nicht so wild. Wie, Prestige ist schon 20? Ne, Legitimität, Prestige ist 62, wird aber auch besser. Alles gut. Da können wir gleich vielleicht auch Glück haben, dass da wieder was geht. So, jetzt wollen wir noch gucken, wie wir hier zu denen stehen. Das sind Verbündete. Wir würden unseren Verbündeten ja gerne helfen, aber irgendwie dürfen wir nicht, ne? Komisch. Verwestlichen die vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber den können wir irgendwie nicht helfen. Zugangsaktion. Die haben uns Militärzugang gewährt. Ach so, wir haben keinen Diplomaten. Ach ja, alles klar. Dann setzen wir den doch mal hier ab. Okay. Die Franzosen sind gerade nicht so spielentscheidend wichtig. Wieder zurück aus Paris. Oh, der braucht 37 Tage zurück. Schiffsreise, ne? Die Huronen haben das tatsächlich komplett durchgezogen hier. Wir sind bei 80 mit denen. So. Zugangsaktion. Komm, dann gehen wir doch da mal hin, oder? Können wir denen helfen, aber die kommen nicht. Doch, die kommen auch. Die müssten sich nur beeilen, dann wird's klappen, ne? Hm, schade. Da kommen die zu spät. Jetzt wollen wir unseren Nachbarn helfen und dann sowas. Und die kriegen's aber... Doch, die haben's hingekriegt, oder?
Gut. Machen wir mal. Machen Sie, das ist gut. Mal noch was anderes? Nein. Da ist auch nichts. Nochmal. Das ist nichts. Embargo fängen brauchen wir nicht. Provinz verkaufen müssen wir nicht. Hier können wir Rebellen unterstützen und Anspruch fingieren. Aber das geht das? Doch, das wird sogar gehen. Okay. Das wollen wir nicht. Beziehungen. Brauchen wir nicht. Einflussaktion. Brauchen wir nicht. Und Bündnis haben wir schon. Also alles gut bis dato. Gut, okay. Was laufen die Engländer bei uns durch? Wo wollen die hin? Okay, wer ist das? Oh, das sind Rebellen. Können aber gar nicht hin. Französisch-kanadische Bauern, die machen das Land wieder frei von den Huronen, weil die Franzosen keinen Frieden schließen wollen. 13 Kolonien marschieren auch durch. Wo marschieren die denn bitte schon alle hin? Kann ich da auch hin marschieren? Ja, das geht. Na, da den zurückzahlen. Das geht, machen wir das doch, oder? Oh! Das waren Eingeborene, ne? Rot und Mack. Überall sind Eingeborene. Okay. Krieg können wir nie rein. Aber hier kämpfen wir jetzt wieder, wa? Doch nicht. Chateras. Oder Chateras? Keine Ahnung. Na, ja, lassen wir das mal. Wir haben auf jeden Fall genug da gesehen. Okay. Papsteinfluss ist nicht so wichtig. Prestige müssen wir hoch haben, das ist viel wichtiger. Ja, und wenn da man jetzt sehen würde, was da passiert, ne? Oh. Da kommen wir nicht hin, so ein Shit. Müssten wir. Geheimdienst? Nee, Geheimdienst war das nicht. Zugang da unten. Okay. Und denen will man ja gerne helfen und das geht wieder nicht, ne? Provinz anzeigen. Die sind unsere Verbündeten. Militärzugang. Haben wir gekriegt, dann können wir da auch hingehen. Ich glaube, wir sollten das machen für die. Oh, guck mal, die sind schon untergegangen, so ein Shit. Na, da halten wir uns dann doch besser raus, wa? Nein. Den lassen wir da.
Wir greifen mal an und wir verlieren das wahrscheinlich. Ja, sieht danach aus. Dann ziehen wir wieder zurück. Aber jetzt kam eine eigene Armee von denen, oder was? Natürlich zu spät, ne? Ist klar. Da können wir dann nichts machen. Wer ist das? Florida? Hm. Ja, hier passiert komischerweise nichts, ne? Wenn du den Florida den Krieg erklärst, dann kannst du auch den Franzosen den Krieg erklären. Anders ging das, glaube ich, nicht, ne? Und wir würden es nicht schaffen. Gehen wir da mal hin. Gucken wir mal rüber, was da passiert. Kann man nichts sehen, ne? Oder? Hm, wir haben schon wieder Kredit aufgenommen. Na, da sind wieder 5 drin und die haben das auch besetzt. Das ist schlecht. Tabak wird beliebter, okay. Gut, gucken wir mal gerade rein, was wir hier noch so haben. Aber unser Land wollen wir da sehen. Wie sieht es finanziell aus? Ziemlich schlecht. Inflation können wir mal senken. Vielleicht wird es dann besser irgendwann. Müssen wir noch ein Darlehen tilgen. Kriegen wir aber wohl nicht hin. Änderung. Da geht es auch nicht richtig voran. Sieht alles gerade ein bisschen mau aus, ne? Ja, das dauert auch ewig wahrscheinlich, weil wir immer wieder Krieg führen. Wir können hier aber die Dinge steigern. Komm, das machen wir auch. Stabilität steigern haben wir gemacht. 5 von 8. Ne, da wollte ich hin. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen mehr Geld auch. Da den Tilgen geht noch nicht, dauert noch ein bisschen. 31,7. Es gibt nichts, was wir tun können. Diplomatische Macht können wir 100 verlieren. Komm, zack. So, lass mal noch gerade ein bisschen Geld kommen, dann können wir das da noch ändern. Eine Huronenarmee läuft da lang. Wie stehen wir zu den Huronen zurzeit? Minus 10. Naja. Gut. Achso, wir wollen noch ein Darlehen tilgen. Das machen wir. Okay. Sind es nur noch 6? Das ist gut so. Achso, ich wollte gucken. Ja, vielleicht gibt es dann auch mal mehr hier. Über 1 jetzt sogar. Cool. Gut, dann müssen wir durch. Guck mal, 11 randalierende Truppen da. 12 Engländer hier unterwegs. Hm, das ist aber hier 3. 13 Kolonien, das sind also keine Engländer, das sind andere. Ziehen wir mal gerade hier runter, würden aber auch den Kürzeren ziehen, wenn wir da jetzt, oder wenn die jetzt den angreifen würden. Was machen die 12 Truppen denn da? Ein Darlehen wird bald fällig, okay. Ja, aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.